So, ich bin dann mal auf den Tiananmen Square. Wie man sieht, da ist das Mausoleum, das Denkmal. Da drüben ist die verbotene Stadt, der Eingang. Da ist das Nationalmuseum von Peking. Und was man jetzt hier nicht sieht, aber nur erahnen kann, da ist eine Schlange von bestimmt 10.000 Menschen, die alle in das Mausoleum rein wollen. Das Mao-Mausoleum. Aber ich habe gerade keine Lust. Und hier sieht man auch hier vorne, dass man da noch so einige zusätzliche Schlangen aufbauen kann. Toll! Peking! Ist ganz gemütlich hier bisher. Aber hier kann man schon mal erahnen, wie viele Menschenmassen es gibt. Man muss auch dazu sagen, es ist 7.15 Uhr am Morgen. Also ist jetzt nicht irgendwie mitten am Tag. Aber hier braut sich was zusammen. Noch ein paar Eindrücke. Klasse. Ich müsste schon mal meinen Reisepass vorzeigen, sonst wäre ich schon mal hier gar nicht erst hingekommen. Aber da hat sich so mein Visum angeguckt und dann gedacht. Also wer denkt, die Chinesen würden nur in Europa und anderen Ländern in Reisegruppen auftreten, der hat sich schon mal ganz kräftig geirrt, weil hier sieht man eigentlich auch nur Reisegruppen. Also nichts Besonderes. Eine Gruppe nach der anderen. So, jetzt habe ich gerade mal die Straße ein bisschen überquert. Die Straße ist der Hammer. Jetzt könnte ich noch vor Mittagessen ein bisschen in die verbotene Stadt reingehen. Mal schauen, ob ich da überhaupt rein kann. Ohne Worte. So, ich bewege mich jetzt in die verbotene Stadt. Das ist das Tor des himmlischen Friedens. Da ist auch das Bild von Mao auf der anderen Seite drauf gewesen. Jetzt gehe ich hier mal weiter rein. Da vorne ist eigentlich der eigentliche Eingang zur Forbidden City. Das hier sind alles noch Vorhöfe. Es ist noch etwas zu früh. Jetzt geht erstmal die ganze Mannschaft rein. Alana muss noch warten. Tickets kann man übrigens nur online kaufen. Überhaupt ist hier alles online. Wenn man hier jemand nach einem Kugelschreiber fragt, sagt er, nee, ich mache alles mit dem Telefon. So, ich gehe jetzt außen an der Mauer lang. Da oben sieht man mal so einen Eckturm. Ziemlich ausgefeilt. Das ist ein kleiner Teil. Elektromobilität wird hier übrigens echt groß geschrieben. Man sieht fast nur Elektroroller überall. Alle sind mit Elektro unterwegs. Und um das gleich mal zu beweisen, siehe da, fahren sie. So, wir befinden uns in der ältesten Gartenanlage der Welt. Gegründet 1100 irgendwas. Seitdem durchgängig einfach ein Garten. Natürlich auch für Geschäfte und königliches, imperiales Zeug genutzt und so, aber durchgehend ein Garten. 900 Jahre lang. Ein Wassermaler.
Bai Hai heißt dieser Garten in der Mitte von Peking. Schön. Wir gehen jetzt mal zu der Stupa da hinten. Rechts und links ist Schattenboxen. Die Bäume blühen schön. Weil das Klima ist hier sowieso so ein bisschen wie, ich weiß nicht, vielleicht Frankfurt. Aber heißer, ein bisschen heißer. Na, vielleicht so ähnlich. Hier blühen die Bäume und auch die dritte Jugend. Bell Tower. Ring the bell 3 times, you will be safe all year. Hier geht's hoch zur weißen Pagode, zur Stupa. Hier hinten drin stehen noch so ein paar Buddhas. Der sieht doch irgendwie sehr chinesisch aus, weil er lacht. Aber er ist nicht dick genug. Nein. Der dagegen, ich weiß nicht. Maitreya, der zukünftige Buddha. Also dieser hier sieht jedenfalls sehr chinesisch aus. Dicker Bauch und sehr freundlich. Ach, das müsste Maitreya sein. Das ist ein schöner Blick da hoch. Da gibt es die letzten Stufen hoch. Wir befinden uns hier auf einer kleinen Insel. Das kann man hier gut sehen. Mit Ausflugsschiffen. Nochmal so ein Tempel. Frühling. Hier hängen überall so schöne Lampen. Der Eingang ist auch ganz schön.
so, so, so.